Im Jahr 2022 endete jede Rallye, als der Dollar nach oben ausgebrochen ist. Und was ist am Freitag passiert? Der Dollar ist nach oben ausgebrochen nach den starken US-Arbeitsmarktdaten. Die Märkte am Freitag zunächst mal relativ unbeeindruckt, wollten weiter nach oben gehen. Aber diese Dollarstärke hat sich dann doch durchgesetzt. Die US-Indizes Richtung Handelsschluss dann immer schwächer geworden und schwächer auch letztendlich den Handelstag beendet. Jetzt ist die Frage, wie geht es heute weiter? Wir schauen uns mal das Szenario an, in dem wir jetzt sind, wo private Investoren gierig sind ohne Ende. Wir haben absolutes FOMO, Fear of Missing Out, wie seit Jahren nicht mehr. Die Märkte spielen das Jahr 2021. Sie belohnen Firmen, die schlechte Zahlen bringen, so wie Apple das am Donnerstag gemacht hat, am Freitag die Aktie dennoch fast 3% im Plus. Und da ist irgendetwas faul, da stimmt irgendwas nicht. Und das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Wir sehen hier den Dollarindex. Diese Ausbrüche zum Beispiel beim August-Top, das wir beim S&P 500 gesehen haben, damals auch eine fette Pivot-Rallye, dann Powell in Jackson Hole mit der klaren Ansage, will ich nicht haben. Bei der letzten Pressekonferenz war er merkwürdig, wie soll man sagen, zahm, der gute Jeromy. Wir sehen, dass diese Ausbrüche immer wieder dann zu einem Top beim S&P 500 geführt haben. Und wir sehen jetzt diesen Ausbruch oben in diesem Chart am Freitag. Wir sehen, dass dann zum Beispiel Gold deutlich nach unten geschossen ist, einen Aufwärtstrendkanal gebrochen hat. Hier sehen wir mal den Dollarindex oben im Chart mit dem S&P 500. Wenn Sie da genau hinschauen, sehen Sie diesen Ausbruch und der hat noch, wie der untere Chart zeigt, ein bisschen Luft nach oben. Hier sehen wir mal den Dollarindex im Chart von Capital.com mit diesem False Breakout nach unten, also so ein Fehlausbruch nach unten und dann booms, diese starke kräftige Kerze, die Renditen wieder nach oben, der Dollar nach oben. Normal ist der Dollarindex und die Aktienmärkte negativ korreliert, fast zu 100%. Also steigender Dollar heißt fallende Aktienmärkte und umgekehrt. Und hier sehen wir diese dynamische Ausbruchsbewegung mit eben den US-Arbeitsmarktdaten. Die Stundenlöhne heißt, die Arbeitslosenquote mit den 3,4%, so niedrig wie seit dem Jahr 1969 nicht mehr. Und hier sehen wir den Macro Surprise Data Index mit der stärksten Abweichung seit langer Zeit, seit Juni 2020. Also die Daten sind besser geworden. Wir haben nicht nur die Arbeitsmarktdaten am Freitag ja gesehen, sondern den ISM Index Service auch viel, viel besser als erwartet. Und bums geht dieser Chart mit diesem Macro Surprise Index deutlich nach oben. Und jetzt haben wir Nick Jimmy Rouse, das Mouthpiece der Fed, den Überbringer der Botschaften der Fed an die Märkte, und der sagt, ja, die Geldpolitiker, die machen sich über das nächste Inflationsproblem Sorgen. Wie sollen wir mit unseren Zinsanhebungen aufhören, wenn Monat für Monat die US-Arbeitsmarktdaten über 200.000 neue Stellen ausweisen? Und wir hatten am Freitag ja über 500.000 Stellen, auch wenn da mit diesen ganzen Seasonal Adjustments ein paar Fragezeichen natürlich dahinter stehen. Andererseits hatten wir den Household Survey, also die Umfrage unter Haushalten, auch sehr, sehr stark, viel stärker als eigentlich erwartet. Und jetzt natürlich die Fed in einer blöden Situation. Wenn der Arbeitsmarkt stark bleibt, wie sollen wir dann die Zinsen wieder senken? Wir müssen im Gegenteil eigentlich die Zinsen wieder anheben, aber der Markt sagt, ihr werdet sie senken, weil ihr schlichtweg müsst und weil diese Verschuldung auf Dauer natürlich nicht tragfähig ist. Was aber, wenn die Fed das nicht machen kann, wenn sie das Inflationsproblem in den Griff bekommen will? Und wir sehen die asiatischen Märkte, die spielen das schon. Hier eine Bloomberg Headline, Stocks fall on Fed hike prospects, Dollar rebound set to extend amid Fed speakers. Es kommen nämlich in dieser Woche jede Menge Fed-Mitglieder, die sich äußern werden, vor allem Jerome Powell, morgen um 18.40 Uhr deutscher Zeit. Dann gibt es noch diese China Tensions, diese Spannungen mit China, dazu gleich mehr. Aber auf jeden Fall, was am Freitag passiert ist, wir sehen, dass die Terminal Fed Rate Expectations deutlich nach oben geschossen sind, wieder deutlich über 5%. Also die Erwartung der Märkte, wo der Gipfelpunkt der Zinsen sein wird. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich die Financial Conditions vor diesen US-Arbeitsmarktdaten massiv gelockert haben. Und hier sehen wir auch mal die 10-jährige Anleiherendite, die auch eben ähnlich wie der Dollar negativ korreliert ist normalerweise mit den Aktienmärkten. Sehen wir unten
In der Stochastik eine Wende. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Renditen gesehen. Heute kommt Lagarde, aber dann vor allem Dienstag. Jerome Powell wird sprechen, Williams am Mittwoch, Waller am Mittwoch. Harker wird dabei sein, also jede Menge Fed-Speaker, die natürlich sehr wahrscheinlich zumindest diese US-Arbeitsmarktdaten aufnehmen werden. Und wir haben auf der anderen Seite eine Crowd, eine Meute von Privatinvestoren in den USA, die sind so bullish. Retail Trading hat jetzt einen höheren Peak erreicht als 2021 in dieser Meme-Mania, als diese Meme-Aktien, als alles nach oben geprügelt wurde. Wir sehen den Fear and Greed Index bei 76 und Alf sagt ja, erst werden die Shorts gesqueezed, dazu gleich mehr, dann schaffen im Prinzip Kurse Fakten, die normative Kraft des Faktischen, es entsteht dann sozusagen das bullische Narrativ, das Schlimmste ist vorbei, es wird alles besser, der neue Bullenmarkt hat begonnen. Aber es muss eben eine Umkehr der Fed vorher stattfinden, sonst gibt es keinen neuen Bullenmarkt, denn wenn die Liquidität knapp bleibt, und das ist der wichtigste Faktor, dann wird es schwierig. Wir haben jetzt gesehen, zum Beispiel anhand der Unternehmenszahlen, dass die Märkte sich eher um die Fed kümmern als um die Unternehmenszahlen. Die waren ja weitgehend miserabel, gerade von den großen Tech-Konzernen. Das hat die Märkte nicht gehindert, dann doch irgendwie weiter zu steigen. Aber wenn die Fed irgendwie die Signale gibt, nee, wir werden weiter die Liquidität reduzieren, dann wird das schwierig für die Märkte. Und nochmal zu diesem Fear and Greed Index, der praktisch Gier und Angst bemisst, da sind wir jetzt auf einem neuen Hoch und wir sehen immer bei bestimmten Hochpunkten ist die Wende an den Aktienmärkten relativ nahe. Wir haben unten diese Überschrift, die Sie hier sehen. Zero DTE is so important, why the VIX is now meaningless. Was bedeutet das? Wir haben gerade in den USA eben Optionen Zero Date to Expiry, also die am selben Tag noch verfallen. Das sind die Optionen, die am meisten gehandelt werden, während der VIX, also das Volatilitätsbarometer, ja eigentlich Optionen in einem Zeitraum zwischen 23 und 25 Tagen bemisst. Dementsprechend ist der VIX wirklich weniger bedeutend geworden, sondern immer bedeutender ist der Optionsbereich insgesamt, aber vor allem eben diese ganz kurz laufenden Optionen, die so eine Art neuer Volkssport sind. Und jetzt sagt hier Goldman Sachs, wir sehen keine Änderung zur fundamentalen Positionierung. FOMO has increased considerably. I haven't seen FOMO like this since 2020. Also Fear of Missing Out ist bei den Privatanlegern schwer angesagt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Insider massiv verkaufen. Und die sind also nicht so überzeugt, dass diese ganze Geschichte wirklich so stark weitergeht. Und hier sehen wir mal den Vergleich zwischen Smart Money und Dump Money. Smart Money ist normalerweise das große Geld. Dump Money ist das Geld der Privatinvestoren. Die Euphorie der Privatinvestoren ganz oben, die Euphorie des Smart Moneys ist ganz unten, das sollte zu denken geben und ja, das war eine fette Rallye, getrieben vor allem auch als Short Squeeze Hedge Fund Capitulation. Wir sehen den Short Squeeze, der größte Short Squeeze in 8 Jahren, sogar das übertroffen, was im Januar 2021 passiert ist. Also da mussten Shorties eindecken, das erklärt ein Stück weit den Kursverlauf. Dann diese Privatinvestoren, die über Calls versuchen, die Märkte weiter nach oben zu treiben, aber die hätten jetzt ein Problem, wenn die Märkte nach unten gehen, dann kommen die unter Druck, dann müssen die Market Maker ihre Positionen, ihre Long-Positionen, die sie eingegangen sind, zum Beispiel wenn Tesla steigt, dann müssen Market Maker die Optionen verkaufen an Kunden, die meistens auf der Call-Seite sind, also auf steigende Kurse spekulieren, müssen diese Aktien nicht mehr halten, würden sie dann verkaufen, dadurch entsteht Druck. Das könnte also jetzt mit einem Satz gesagt ein ziemlich dicker Enthebelungsprozess werden und hier sehen wir nochmal die Qualität letztendlich dieser Rallye. Wir sehen, dass diejenigen Unternehmen, das ist in der Grafik hier, diese hellblaue Linie, die also die Unternehmen, die schlechte Zahlen berichtet haben, deren Earnings, deren Gewinn- und Umsatzbericht enttäuscht hat, die haben sich super entwickelt, während die Werte, die Aktien, die Unternehmen, die bessere Zahlen berichtet haben, die haben sich schlechter entwickelt. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Insgesamt ist diese Berichtssaison durchaus mäßig.
Sie könnte die schwächste seit 2008 werden. Das sieht man hier, wie viel Prozent über der Erwartung sind, wie viel unter der Erwartung sind. Wir sehen also, dass die Kurse steigen, gleichzeitig eigentlich die Earnings schlechter geworden sind. Das passt irgendwo nicht zusammen. Hier sehen wir mal High Retail Sentiment, also die Aktien, die besonders von diesen Retail-Tradern, von den Privatinvestoren geliebt werden, die sind seit Jahresbeginn um durchschnittlich 51% gestiegen. Most Liquid Short Basket 37%, also dieser Short Squeeze, Non-Profitable Tech, unprofitable Tech-Unternehmen 33% gestiegen. Cathie Wood, meine zweitbeste Freundin, und defensive Aktien aus dem Bereich Staples, Healthcare und Utilities sind gefallen. Also das ist so eine Art Manie, die jetzt derzeit wieder der Fall ist. Die Bewertungen sind jetzt so hoch wie seit April 2022 nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so unbedingt günstig in den USA, aber Goldman Sachs sagt, ja, also wir werden nicht überrascht, wenn der S&P 500 noch auf 4.300 Punkte oder darüber steigen würde. Unten sehen wir mal den Equal Weight Index, also der Index, der beim S&P 500 alle Aktien gleichgewichtet. Das ist normalerweise anders, eine Apple ist am stärksten gewichtet, da kommt Microsoft und so weiter. Hier sehen wir also, dass da durchaus schon auch, das muss man sagen, eine gewisse Marktbreite erreicht worden ist. Aber wir haben jetzt den besten Start des Nasdaq Composite in ein Jahr seit 1975 und es sind im Prinzip die Aktien, die 22 auf die Mütze bekommen haben, die jetzt besonders gut laufen. Es ist der ganze Schrott, der besonders gut läuft. Wir sehen beim Nasdaq Bullish Percentage Index oben in dieser Grafik. Das ist ein Maß, wie überkauft oder überverkauft ein Index ist. Das sehen wir Extremwerte im RSI weit über 70. Würde ich da noch kaufen? Nein, das würde ich persönlich nicht tun. Und wir sehen jedes Mal, das ist eine historische Betrachtung, wenn die Fed bald fertig ist mit ihrem Tightening Cycle, also wenn sie bald die Geldpolitik nicht mehr strafft, nicht mehr jetzt die ganz weite Strecke von Zinsanhebungen etwa vor uns liegt, dann kommt es oft zu solchen Rallyes. Das haben wir gesehen auch Mitte 2000, aber da ging es dann ja auch nicht nachhaltig weiter nach oben. Wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen und uns die Bewertungen anschauen, dann sehen wir, dass der DAX zwar immer noch im Vergleich zu den Amerikanern günstig ist, aber jetzt auch nicht mehr so günstig. Wir haben einen KGV von 12,7. Der Durchschnitt ist 13,5. Klar, der DAX ist weit, weit weniger teuer als die Amerikaner. Das ist sicherlich der Fall, aber er ist jetzt eben auch nicht mehr so günstig, wie er mal gewesen ist. Wir haben heute ja Zahlen zu den deutschen Industrieaufträgen bekommen, die besser waren, aber die waren nur deshalb besser, weil sie ein Stück weit diesen Vormonatseinbruch aus dem November ein bisschen relativiert haben. Und dann haben wir diese Geschichte mit diesen chinesischen vermeintlichen Spionageballons. Jetzt scheint klar zu sein, dass schon als Trump noch Präsident war, die Chinesen auch Ballons über den USA haben fliegen lassen, aber da hat es scheinbar keinen gestört. Das ist ein bisschen seltsam alles. Jetzt haben die Amerikaner natürlich da einen Coup, eine PR-Coup gelandet, der die Chinesen unter Druck bringt. Das seien ja angeblich Wetterballons gewesen. Jetzt hat man den nationalen Wetterchef ausgetauscht in China, der musste also zurücktreten. Hier ein Tweet von Babylon Bee: China starting to worry, TikTok has made Americans even dumber than they intended. Die TikTok hat die Amerikaner mehr verblödet, als die Chinesen selbst gehofft hatten. Also das bringt vielleicht so ein bisschen diese seltsame Geschichte auf den Punkt. Finde ich nach wie vor seltsam, was da vor sich geht mit diesen Ballons. Das ist schon eine etwas seltsame Nummer. Was auch immer man Rückschlüsse daraus ziehen kann oder was genau dahinter steckt, wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was das Sentiment so ein bisschen belastet, diese ganze Geschichte. Ich will drei Empfehlungen Ihnen noch geben, meine Damen und Herren, und Ihnen sagen, achten Sie auf den Dollar. Der Dollar kündigt wahrscheinlich jetzt diese Korrektur an, diese Wende an. S&P 500 und DAX kommt jetzt die Korrektur von Wolfgang Müller. Das Big Picture wieder an den Märkten, absolut lesenswert, absolut empfehlenswert. Dann nochmal Wall Street Insider verkaufen im großen Stil in die Rallye hinein, mit einem Video auch noch dazu.
wo Sie das mal sehen können, diese Insiderverkäufe. Also das sind Leute, die Führungspositionen in Unternehmen haben und eigene Aktien ihres Unternehmens verkaufen. Und dann noch Rüdiger Born, der am Wochenende ein Video gemacht hat. DAX bei 8000 Punkten, längst nicht vom Tisch, ist sehr charttechnisch. Also für diejenigen, die sich für Charttechnik interessieren, die kommen da auf ihre Kosten. Und Rüdiger Born zeigt, naja, trotz der Kursanstiege, das ist jetzt nicht so, dass alles jetzt super sein muss. Er sagt nicht, dass es passiert, dass der DAX auf 8000 fällt. Aber das Potenzial sei eben immer noch da, so Rüdiger Born. Also diese drei Empfehlungen. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend zum Marktgeflüster. Ich sage Servus und Ciao.